Hallo und willkommen zum Start einer neuen Aufnahme Let's Play Star Wars Jedi Knight Jedi Academy. Ja, letztes Mal habe ich direkt nach der einen Folge aufgehört. Das heißt, es ist wieder ein paar Wochen her, dass ich zuletzt Star Wars aufgenommen habe. Es lag einfach daran, dass ich momentan irgendwie auf gar nichts Lust hatte und so weiter. Aber jetzt ist, wie gesagt, diese Lust wieder vorhanden und ich dachte mir, ey, solange ich diese Lust habe, hauen wir mal rein. Um ehrlich zu sein, weiß ich jetzt gerade nicht, durch welche Tür wir hier müssen. Offenbar hier lang oder muss ich da lang? Okay, dort sind Gegner, also gehe ich mal davon aus, dass wir da lang müssen. Hallo? Was haben wir hier? Einen Macht-Typen und einen 0815-Typen. Der wird hundertprozentig ausweichen. Genau. Jappalam! Ja, so einfach ist das leider selten. Was mache ich denn jetzt mit dem? So. War da noch jemand? Nee. Ich habe irgendwas gehört, dachte ich. So, wenn ich mich recht erinnere, ging so Quick Save, genau. Hallo? Eieiei. Komm her! So, oh ja. Ich kann jetzt gerade nicht reden. Das ist während den Kämpfen ja nicht immer ganz einfach zu reden und zu spielen. Normalerweise kann ich das ja recht gut, aber wenn ich mich jetzt hier so konzentrieren muss gegen diese fliegenden Fuzzis da, dann ist das nicht echt nicht einfach. Also na gut, ich habe jetzt auch irgendwie vergessen, was ich sagen wollte. Und Max, dann fällt mir auch gerade nicht wirklich ein, was ich sagen kann. Ich sollte mir mal wieder... Upsala, lebst du noch? Dusla. Vielleicht sollte ich mir in Zukunft mal wieder öfters ein paar Themen zurechtlegen. Nein, deine Mama. Komm her. So. Auf jeden Fall, es sind bereits, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte, es sind bereits Nachfolgeprojekte geplant, weil dieses Spiel hier nähert sich ja bereits seinem Ende. Und The Walking Dead wird zwar noch eine ganze Weile laufen, aber ist trotz allem kein Spiel, was ewig geht. Also muss ich natürlich so zukunftsmäßig denken und mir bereits andere Projekte bereitlegen. Aber ich dachte, momentan machen mir Zombie-Spiele sehr viel Spaß. Ich fliehe ja nicht, ich will mich nur kurz heilen. Also momentan machen mir Zombie-Spiele unglaublich viel Spaß. Deswegen dachte ich vielleicht so in Zukunft so an postapokalyptische Spiele und Zombie-Spiele eben. Dazu zählen Fallout 3, ein unglaublich gutes Spiel, was ich, glaube ich, wochenlang schon gesuchtet habe. Dann Resident Evil 6, habe ich bis jetzt nur kurz angespielt. Wie es ist, kann ich jetzt gar nicht sagen, aber die Resident Evil-Teile haben mir für sinnloses Geballer eigentlich bis jetzt immer recht gut gefallen. Was gäbe es denn noch für Spiele, die ich dann so im Sinne von Zombie-Killen zocken könnte? Left 4 Dead, ja, da war ich war ja bereits, an alle, die das nicht wissen, Left 4 Dead, da war ich bereits in einem Koop-LP beteiligt. Ein Kumpel von mir, der Justin, a.k.a. Gamla1023, hat das ja Let's Played. Vielleicht, wenn ich dran denke, werde ich den Link natürlich noch in die Beschreibung hauen. Also ist eigentlich auch eher das draußen aus der Liste. Was gäbe es denn noch, was ich da jetzt an Zombies... Ach Leute, geil. Also, dass ihr jetzt so wisst, was in Zukunft auf uns zukommt. Ich habe momentan einfach Spaß an Zombie-Spielen. Und ja, jetzt wisst ihr auf jeden Fall, woran ich mich orientieren werde. Und vielleicht könnt ihr mir sogar ein paar Pits, nicht Brad Pitt, sondern Tipps schreiben, was richtig gute Zombie-Games sind. Ich habe auch nichts gegen Retro-Feeling oder sowas. Ganz im Gegenteil, das finde ich meistens sogar ganz nett.
Also ich wäre sehr offen für diverse Tipps. Ach du Heiliger. Erstmal Rückzug. Okay. Im Fernkampf hier jetzt unterwegs zu sein ist Selbstmord, aber wir haben ja vorhin einen Raketenwerfer aufgehoben. Willst du mich verarschen? Ach du Heiliger, die sind doch nicht normal. Okay, ein paar Schüsse habe ich noch. Ist auch bloß noch einer da, wenn ich mir jetzt nicht verguckt habe. Das ist gerade echt heftiger Fernkampf. Ist aber auch mal eine nette Passage. Was ich mir auch überlegt habe zu Let's Playen ist Half-Life 2. Die etwas älteren Spieler oder Spieler, die es einfach kennen, eigentlich sollte jeder Half-Life 2 kennen, ist im Grunde ein wunderbares Spiel, was eigentlich sogar heute noch recht ansehnlich ist, in Sachen Grafik. Es gibt echt Spiele, die sind hässlicher. Und ich hatte mir überlegt, dass ich auch mal das Let's Playen könnte. Aber es ist, wie gesagt, Half-Life 2 ist nicht mehr als sinnloses Geballer für mich. Es ist zwar eine Story vorhanden, aber merke ich nicht viel von. Man ist einfach eine halbe Ewigkeit unterwegs und killt Monster. Was bei Half-Life 2 überhaupt nicht schlimm ist. Hammerlich, sehr schön. So, das waren jetzt, glaube ich, 5 oder 6 von den fetten Oschi-Troopern. Also nicht schlecht für den Anfang. Also, wie gesagt, ich bin offen für viele Arten von Games und... Es ist auch gut möglich, dass ich meine Meinung wieder ändere. Jetzt momentan zum Zeitpunkt der Aufnahme, das ist einfach mein momentanes Befinden, was ich gerne aufnehmen würde oder nicht. Da hier ein Kultist steht, würde ich mal sagen, müssen wir hier lang. Nach dieser Aufnahme hier folgt auch noch eine schöne Aufnahme The Walking Dead. Mein Folgenvorrat ist die letzten Wochen einfach rapide gesunken, weil ich eben so gut wie gar nichts mehr aufgenommen habe. Das ist ja aber gut, wenn man mal eine Zeit lang keine Lust hat, aber aufnehmen habe ich persönlich ja immer einen recht großen Vorrat. Das heißt, ich komme eine Weile klar. Upsala. Dafür gibt es Quicksave, habe ich mir ja bereits ganz gut angewöhnt. Ich habe auch manchmal so... Ich spiele auch momentan mit dem Gedanken, Let's Retro Sachen zu machen. Also es mir so Spiele, wie erkläre ich das jetzt? Ich denke, die meisten von euch werden Emulatoren kennen, die emulieren quasi alte Konsolen. Zum Beispiel Game Boy Advance war als kleines Kind einfach unglaublich gut für mich. N64, Super Nintendo, vielleicht auch PS1, wobei mir die nie so wirklich gefallen hat. Auf jeden Fall. Und ich überlege so momentan, ob ich nicht eine neue Rubrik auf dem Kanal einführe, und zwar Let's Retro, wo ich eben diese alten Spiele wenigstens mal so ein bisschen anspiele. Nicht durchzocke, weil einige von denen haben ja selbst mit dem Turbo-Modus, der oft bei diesen Emulatoren vorhanden ist, haben die ja alle eine recht heftige Dauer, spielzeitmäßig. Du kannst mich nicht stoppen. Wobei es echt geht, verdammt. Also Pokémon Blattgrün habe ich vor ein paar Tagen auf dem Emulator gezockt. Und, wie lange habe ich, also ich habe den Turbo-Modus, ich sag's ganz offen, sehr oft bei Kämpfen und so weiter benutzt. Wie lange hat es gedauert? Ich glaube, im Turbo-Modus ist man ja auch, wird ja auch die Spielzeit dementsprechend schnell mitgezählt. Ich glaube, ich war bei 80 Stunden Pokémon. Also diese Spiele haben eine recht heftige Spieledauer, weswegen es für mich auch kein G-Ding ist, wenn man diese Spiele im Turbo-Modus durchdaddelt. Was ich als absolutes Cheating empfinde, ist, wenn man sich, was weiß ich, mit einem Bug oder sowas einen Vorteil verschafft. Weil ich verstehe nicht, wo... Das ist ja... Das könnte man mal ausdiskutieren. Einige Leute sagen, es ist völlig okay, Bugs zu benutzen, weil das sind ja die Probleme von den Spieleherstellern. Ich bin da ganz anderer Meinung. Weil, sich Vorteile zu verschaffen, die andere nicht haben, das ist doch Schummeln. Es ist zwar kein Cheating in dem Sinne, aber Schummeln bleibt Schummeln, Leute. Also ich persönlich bin ein Mensch, der sich nicht so gerne am Bugs bereichert. Jetzt immer so dazu. Auf jeden Fall. Und worauf wollte ich jetzt hinaus? Genau, bei Pokémon gibt es einen Bug oder einen Trick, wie man sich unglaublich viele Meisterbälle und Sonderbonbons
besorgen kann. Die jüngeren Zuschauer werden wahrscheinlich gar nicht mehr wissen, was, also Pokémon werden sie hundertprozentig kennen. Aber ich habe die neuen Editionen ja gar nicht mehr gespielt. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es da jetzt noch Sonderbonbons und Meisterbälle gab, weil das gab es ja bloß in der Blattgrün. Und das ist ja doch, das gehört ja dann, diese Edition gehört ja doch zu den echt ersten Pokémon-Spielern, zu denen ich mich stolzerweise zähle. Das fand ich nämlich auch unglaublich interessant. Was heißt interessant? Ich war erschüttert. Ich war mal bei einem Kumpel und der hatte einen kleinen Bruder. Und der hat so Pokémon Schwarz, Weiß, Silber, irgendwas gezockt. Auf jeden Fall eine ganz andere Nummer als die alten Pokémon-Spiele, die ich kenne. Ich habe mir das so angesehen und dachte mir so, WTF, was ist das? So Pokémon, die ich überhaupt nicht kenne, die Welt ist mir völlig neu. Und ja, eben das ganze Zeug. So, da habe ich ihn so gefragt, sag mal, wo sind die Pokémon, die das dabei? Der hat nein gesagt, er hat die gar nicht gekannt teilweise. Und das ist wirklich so ein Ding. Diese neuen Pokémon-Spiele da, diese Schwarz-Weiß und so weiter. Es gibt ja, ich habe ja mal im Internet gelesen, es gibt bereits über 1000 Pokémons. Und für mich sind die echten wahren Pokémons einfach die ersten 150. Also so diese Pokémon wie Ratzfratz, Taubsi, Shigi, Bisasam, Glumanda, die Weiterentwicklungen, die drei, Macholo. Ich könnte jetzt natürlich eine halbe Ewigkeit so weitermachen. Aber also, das ist eben die erste Generation. Die sind und bleiben für mich die Pokémon, die echten Pokémon. Diese neuen Pokémon sind für mich, da können sie ich habe so das Gefühl, dass sie bei den neuen Pokémon einfach irgendein Viech gezeichnet haben, dann über einem Programm einen hässlichen Namen generiert haben, ein paar Zahlen eingetippt haben, einen Schrei aufgenommen haben und dann war es das schon. Also diese, keine Ahnung, das ist für mich kein Pokémon mehr. Ja, vielleicht sehe ich das jetzt auch etwas enger als andere. Es gibt hundertprozentig auch bereits ältere Spieler, die diese neuen Editionen spielen. Das sei natürlich denen überlassen. Das ist jetzt einfach meine Meinung, dass die neuen Pokémon-Editionen für mich nicht mehr das normale Pokémon sind. Vielleicht spiele ich mal Schwarz-Weiß. Oder wie diese neuen Dinger da heißen. Momentan sehe ich aber keinen Grund dazu. Ich habe jetzt vor kurzem, wie gesagt, auf dem Emulator Blattgrün durchgesuchtet. Das war im Grunde eine echt geile Sache. Vielleicht werde ich mir auch mal wieder Saphir antun. Wobei mir die auch nie wirklich gefallen hat. Mal schauen. Und Pokémon Arena für den N64. Das war auch eine richtig tolle Sache. Und ja. Moment mal, ich muss jetzt mal gerade auf die Uhr schauen. Nicht, dass wir schon zu lange aufnehmen. Ah ne, wir nehmen nicht zu lange auf, wir cutten jetzt sogar perfekt, und zwar jetzt. Wir sehen uns in der nächsten Folge, Tschüssikowski.